Hi. Willkommen im Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Spike Connection. Das ist ganz frisch erschienen bei Pegasus und ist so ein sehr, sehr cooles Network-Building-Spiel. Mit einem coolen Kniff, wie ich finde. Ja, definitiv. Also für Menschen, die gerne Netzwerke auf Sachen planen so und Aufträge erfüllen, ist genau das Richtige. Wir haben eine Karte, die, man sieht es vielleicht auch, quasi Europa zeigt. Könnte man erkennen. Könnte man erkennen, genau. Und wir haben jeder schon eine Anfangskarte und eine Stadt auf dieser Anfangskarte. Also da sind jetzt die Städte London, Helsinki, Monaco, Istanbul bei mir abgebildet. Und eine von diesen Städten ist rot. Das ist jetzt tatsächlich eine Startkarte. Die hat auch eine andere Rückseite, die ist ein bisschen grünlicher. Und das sind die Karten, die später im Spiel dazu kommen. Also jeder hat eine Startkarte. Und dort auf der Startkarte stehen wir auch. Also ich stehe hier oben in Helsinki und Mirko ist hier unten in Istanbul. An dieser Stelle gleich mal erwähnt, das Spiel ist für Farbenblinde geeignet, denn zum einen unterscheiden sich die Spielfiguren in ihrer Statur und auch Marker, die man setzen muss, sind beklebt mit unterschiedlichen Symbolen drauf. Also können Farbenblinde auf jeden Fall spielen. Ja, und ich möchte erwähnen, diese ganzen Flecken hier drauf, das gehört dazu. Ja, das waren nicht wir, das ist auch keine echte Tasse, sondern das ist einfach das Design. Wir sind nämlich Spione, die sich über diese Europakarte beugen und Dinge planen. Und es ist eigentlich super einfach, das Spiel. Wir haben eine Auftragskarte, ich möchte in jeder dieser Städte gewesen sein. Wenn ich da bin, dann darf ich markieren, dass ich da war. Und wenn ich alle Städte markiert habe, dann darf ich diese Karte erfüllen und es gibt mir 7 Punkte. Und ich kann mir im Laufe des Spiels neue Karten nehmen. Wenn ich dran bin, habe ich eine von 3 Optionen. Das ist, ich nehme mir einfach einen Auftrag von dieser Auslage. Dann muss ich aber darauf achten, also ich darf eigentlich jeden beliebigen nehmen, aber wenn ich zum Beispiel diesen hier nehme, dann habe ich hier Extrakosten. 2 Agenten, diese Marker sind meine Agenten, muss ich hier drauflegen. Das sind einfach nur Kosten und diese Agenten, die stehen mir nicht zur Verfügung, um mein Netzwerk zu bilden, denn mein Netzwerk bilde ich später, indem ich diese Agenten hier verteile und wenn ich halt sehr wenige habe, ist es ein bisschen schwieriger. Maximal 3 Aufträge gleichzeitig darf ich haben. Hier wird offene Aufträge, genau, und hier wird dann einfach immer nachgefüllt. Ja. Genau. Mach jetzt einfach mal, zack. Ich habe jetzt, ja, irgendwas genommen, macht nichts. Genau, so. Man kann sich in seinem Zug auch fortbewegen und zwar zum einen, indem man sein Netzwerk vergrößert und sich dann angrenzend bewegt. Ich habe hier auf meiner Karte, ich soll nach London, in Helsinki bin ich schon, nach Monaco und Istanbul. Das ist ja alles durchaus weit voneinander entfernt. Und ich könnte ja jetzt zum Beispiel mal sagen, ich bewege mich in Richtung London. Dann würde ich jetzt hier mein Netzwerk ausweiten und mich dann mit dieser Figur nach Berlin bewegen. Das kann ich tatsächlich, wenn mein Netzwerk erst gebildet werden muss, nur für die angrenzende Stadt machen. Also ich hätte in diesem Zug auch mit 2 von diesen Chips nach Moskau gehen können oder ich hätte mich entscheiden können, nach Warschau abzubiegen. Da ich aber nach London will, kann ich jetzt nach Berlin. Immer in einem Zug immer nur bis maximal einer angrenzenden Stadt, wenn das Netzwerk neu gelegt wird. Zack. Genau, so. Relativ simpel, wobei wir kommen uns recht wenig in die Quere. So, ich wäre jetzt in London und könnte jetzt hier in London etwas hinlegen. So. Ups. Jetzt sehe ich, dass ich auch nach Monaco und nach Istanbul möchte. Istanbul ist hier unten, Monaco ist da. Und ich entscheide mich jetzt tatsächlich in meinem nächsten Zug erstmal mein Netzwerk zu benutzen und das Ganze rückwärts wieder aufzurollen. Das heißt, ich gehe entlang meiner Route bis zum Ende meines Netzwerks wieder zurück nach Helsinki. Das ist die dritte Option. Einfach sich beliebig weit entlang des eigenen Netzes schon bewegen, ohne dabei aber neue Netzwerksteinchen zu legen. Ich sehe gerade, ich hätte auch noch woanders lang gemusst. Und ich habe schon ein richtig großes Problem mit meinem, mit meinem Nachschub. Aber wir wollen natürlich auch zeigen, was passiert, wenn das der Fall ist. Genau.
ich gehe jetzt nach Madrid und in Madrid bräuchte ich jetzt sogar 2 weitere Marker, um das markieren zu können. Mhm. Ich gehe da jetzt hin und ich kann mir diese Marker nehmen und zwar kann ich sie einfach aus meinem Netzwerk rausnehmen, dann wird das halt kleiner und ich darf sie halt nur vom Rand wegnehmen, also ich darf nicht das trennen. Also alle Marker, die auf dem Spielfeld sind, müssen miteinander verbunden sein. Das heißt, da ich mich wahrscheinlich hier noch ein bisschen bewegen möchte, nehme ich mal die beiden, obwohl ich gehe jetzt eh nach Paris. Nee, komm, ich nehme die beiden tatsächlich weg. Nee, das... Das geht nicht. Ist nicht ja, nee, nee, ist nicht mit mir verbunden. Von hinten. Ja, so. Räume ich die beiden weg, um hier auf Madrid zu legen. Genau. Ich habe dumm gespielt. Ja, nee, aber du hast ja eine Karte mehr. Also ich ja, aber ich habe ja einfach irgendeine hier, ne? genommen und die habe ich dumm gespielt. So, ich bin jetzt in Istanbul und kann jetzt hier meinen Marker auf Istanbul setzen und werde jetzt auf jeden Fall gleich das Problem bekommen, wenn ich weiter nach Monaco will. Da kommen wir auch gleich zu anderen Problemen, aber mach erstmal. Ich möchte nach Paris und brauche 3, also muss ich jetzt schon wieder 1, 2, 3 mein Netzwerk von hinten wieder kaputt machen. Genau. Und jetzt passiert etwas. Oh, sogar mehrfach. Ich muss jetzt, um Paris zu markieren, muss ich mir tatsächlich noch einen Marker aus meinem Netzwerk rausnehmen. Aber die Karte ist jetzt fertig und das heißt, ich kriege die Marker wieder und kann mit denen gleich spielen. Außerdem habe ich jetzt 7 Punkte fürs Spielende gesichert und ich habe ein spezielles Symbol hier drauf. Das sagt nämlich, ich bin sofort wieder am Zug. Also ein ganz normaler Doppelzug. Also ich drehe sie um. Sammel sie, die zählen halt nicht zu der Maximalzahl von 3 offenen dazu und bin sofort nochmal dran. Und ich weiß, was du gleich tust, das nervt. Ja, aber wir wollen es ja auch mal zeigen, was passiert, wenn wir uns in die Quere kommen. Natürlich. Ne? Zu dritt werden wir nämlich schon längst überall aufeinander geprasselt. Ich gehe mein Netzwerk entlang zurück nach Rom. Richtig, sehr gut. Ich gehe weiter, weil ich will ja nach Monaco, was da ist. Und ich habe auch keine Marker mehr. Ich räume also von hinten ab und brauche erstmal 2 bis nach Athen. Mhm. So, und jetzt wird es nämlich spannend, denn ich will immer noch nach Monaco. Und jetzt ist es aber so, sobald du an einem Stück bist, wo jemand anders schon gelegt hast, kannst du da zwar lang, es kostet aber viel, viel mehr. Und zwar muss ich jetzt, also ich räume wieder von hinten ab, ich muss da einen hinlegen, da einen hinlegen. Um da dazu zu legen, muss ich allerdings 2 hinlegen. 1, 2. Und dann muss ich nochmal hier 1, 2 hinlegen. Und dann habe ich bis nach Rom mich durchgequält. Man kann einem Mitspieler also nie den Weg komplett abschneiden. Mhm. Man kann es ihm aber echt teuer machen. Mhm. Also egal, wie viele Spieler mitspielen, wenn schon Marker da sind, zahlt man immer 2, um sich dazuzusetzen. Also wenn es einen dritten Spieler gäbe, der auch diese Route entlang möchte, der muss trotzdem immer nur 2 seiner Farbe dazulegen. Genau. Wenn man später sein Netzwerk abbaut, weil man die Marker woanders braucht, muss man aber tatsächlich, also kann man nicht die einzelnen wegnehmen, sondern muss beide gleichzeitig wegnehmen. Man kriegt sie also auch nur gemeinsam wieder runter, so wie man sie gemeinsam draufgekriegt hat. Genau. Und das ist eine ganz wichtige Sache in diesem Spiel, dieses Netzwerk aufrecht zu erhalten, zu sagen, ach, ich will vielleicht gleich nochmal zurück, ich lasse die lieber liegen, bevor es gleich zu teuer wird. Mhm, genau. Ich bin extra da lang, weil ich dachte, ah, du willst da bestimmt vorbei, ich muss jetzt aber auch noch ein bisschen abbauen. Genau. Bup, 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 bup. Und ich brauche den, um das zu markieren. Genau. Und jetzt habe ich wieder einen Auftrag fertig und die beiden, die ich am Anfang draufgelegt habe, die waren wirklich nur blockiert, jetzt habe ich halt die wieder zur Verfügung. Genau, genau. Ich hätte mir natürlich im Laufe des Spiels auf jeden Fall noch eine Karte dazu genommen, möglichst irgendwie was so ein bisschen passt, sodass man halt mehrere Karten gleichzeitig erfüllen kann. Genau. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel diese beiden hier noch im Laufe des Spiels mir genommen hätte und ich komme jetzt endlich demnächst in Monaco an, habe ich ja lange für gebraucht, dann könnte ich nämlich auch tatsächlich überall auf Monaco sofort einen hinlegen. Da ein, da ein, da ein. Und das wäre natürlich viel sinnvoller gewesen. Also wahrscheinlich hätte ich mich auch viel früher entschieden. Ja. Wir haben das natürlich jetzt einfach nur mal so, damit wir euch das zeigen. Wenn du sehr viele Aufträge hast, dann musst du aber die Marke halt alle da drauf lassen. Mhm, ja. Und dann ist das mit dem Netzwerk nicht so einfach und wird eventuell teurer, weil die anderen dir im Weg sind. Und das ist eigentlich schon alles. Ja.
Aber es ist super clever. Also es ist ziemlich easy, so von den Regeln, die dann aber anzuwenden und im richtigen Moment die Karten kaufen. Hoffe ich, dass sie günstiger wird, damit ich mir hier keine extra Agenten drauflegen muss. Oder habe ich Angst, dass sie mir weggenommen wird? Es kann wichtig sein. Und dieses Netzwerk richtig gehen und vielleicht dann doch mal abzweigen, um schon mal einen Marker zu setzen, ist eine Überlegung wert. Und dieses sich gegenseitig in der Gegend rumstehen, das ist natürlich bei zwei nicht ganz so viel. Ja. Es ändert sich auch am Spiel nichts, ob du mit zwei, drei oder vier spielst. Du wirst dich halt einfach deutlich mehr behindern. Genau, du wirst dann sehr häufig, sehr viel häufiger abräumen bei vier Spielern. Mhm. Dafür sind halt mehr Spieler da, die dir dann immer noch im Weg stehen. Ja, ja. Also das ist, wir können uns weiter ausbreiten und entsprechend sind meine häufiger die im Weg. Aber ich glaube, so mega groß wird der Unterschied nicht sein. Mhm. Es gibt auch ein paar Empfehlungen für erfahrenere Spieler, dass man direkt mit weniger Agenten das Spiel beginnt. Mhm. Dann hat man diese Krux, wofür man sie benutzt, direkt von Anfang an. Und es gibt noch eine Rückseite von dem Spielplan. Da ist aber nur die Auslage von den Karten, sind einfach, die sind teurer. Also von vornherein. Muss man von vornherein immer noch mehr Agenten auf die Karten legen. Das macht es dann auch nochmal viel schwieriger zu planen. Richtig. Ansonsten ist die Karte auf der Rückseite exakt gleich, nur dass das Ganze in der Dunkelheit spielt. Ist auch ganz hübsch. Ja, es geht um Siegpunkte, aber es ist gleichzeitig so ein bisschen Wettrennen, denn wenn ein Spieler seine siebte Karte erfüllt hat, ist jeder andere nochmal dran und dann ist vorbei. Ja. Und da kann man auch überlegen, ob man vielleicht viele kleine Aufträge versucht, schnell zu machen. Genau, um die Leute so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ja. Ne? Also die Anfangskarte ist halt immer eine 7er-Karte und die Sachen sind immer relativ weit voneinander entfernt. Da sind vor allem immer vier Ziele drauf. Genau. Und später ist dann drei schon viel und es gibt manche mit nur zwei. Und da ist dann halt, wenn du das ein bisschen Kartenglück hast, dass Aufträge dann liegen, wo das sowieso gerade in deine Route passt, das ist dann natürlich besonders schön. Ja. Ne? Da kannst du dann auch schon mal überlegen, ob du vielleicht jetzt lieber keine Karte nimmst, um zu hoffen, dass jemand anders was nimmt und dann durch die neue Auslage vielleicht was hereinkommt, was dir besser passt. Also da sind schon so einige strategische Entscheidungen zu treffen. Ja. Ich glaube, das ist ein Spiel, du spielst nicht sehr lange da dran, aber ich glaube, wenn man Gefallen daran hat, dann spielt man das häufig und wenn man immer die gleichen Gegner hat, dann wird das schon so ein Battle. Dann weiß man, der wird mir da gleich eh im Weg stehen und dann überlegt man doch vielleicht andere Wege zu gehen. Ich finde gut, dass sie große Karten gemacht haben. Die sind größer, ein bisschen größer, finde ich, glaube ich, als andere Standardkarten. Und da passen die Marker gut drauf und diese Spielfiguren, die sind Knaller, also sind richtig groß und vier verschiedene Formen. Alles schon schön typisch Trenchcoat, Agenten, Mützen und so. Oder die obligatorisch erhobene Knarre erkennt man auch immer schön in der Figur. Also das Material und Design finde ich sehr gelungen. Übersichtlich, nicht zu durcheinander, was bei so einem Spiel, finde ich, sehr hilfreich ist. Ja, haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Also hat mich sehr überzeugt. Das ist Spy Connection. Ganz frisch, 2021. 2 bis 4 Spieler und 30 bis 45 Minuten Dauer. Was steht drauf als Altersangabe? 8? Ab 8 Jahren. Was sie nicht drauf geschrieben haben, ist, ob es ein Familien- oder ein Kennerspiel ist, sehe ich gerade. Das machen wir ja sonst immer. Ja, ich denke mal, das ist eher so Richtung Familie, könnte das auf jeden Fall spielen. Kein Problem. Wir wünschen euch damit ganz viel Spaß.